So, hallo Freunde der Nacht, hier ist wieder euer Fritz Meloni. Es geht weiter mit dem Let's Play FC Hansa Rostock, ganz klar. Ja, die Saison läuft bis jetzt richtig gut und wir haben leider eine Verletzung, die wir erstmal verkraften müssen. Das ist die von Tobias Ahrens, aber mit Sebastian, das haben wir ja gesehen, haben wir hier einen guten Vertreter, wo wir uns da keine Gedanken machen müssen. Und wir haben einen neuen Spieler hochgezogen, Gyfaltson, der kommt jetzt rein. Und zwar Sebastian spielt jetzt von Anfang an. Und Gyfaltson kommt hinein. So, dem würde ich jetzt natürlich gerne ein Bildchen verpassen. So, mal gucken. Okay. Ist Isländer. Dann bin ich mal gleich wieder zurück mit einem schönen Bildchen. So, Freunde der Nacht. Und da bin ich auch wieder. Jetzt hoffe ich, dass das mit dem Bildchen auch geklappt hat. Hat es. Gyflason hat jetzt auch sein Bildchen. Hier haben wir ihn. Und ich hoffe, das gefällt euch. Habe ich mir vom guten Bergi, der hat da ja einige Bilder zur Verfügung gestellt, habe ich mir mal ausgeliehen. Ich denke, das passt zu ihm, so vom Typus her. Ist das ja so ein Europäer, Nordeuropäer, sage ich jetzt mal, Island. Ne, kommt ungefähr hin. 1,73 groß, 76 Kilo schwer, 22 Jahre alt. Ja, dann haben wir das auch gemacht und dann können wir mit dem Wochenverlauf starten. Jetzt geht's gegen VfL Wolfsburg. Der Tabellenzweite, oh, da kriege ich ein Angebot für 12 Monate. Ich frage mal, ob ich eine längere Laufzeit kriege. Und dann nehme ich das auch schnell an. Aha. Neuer persönlicher Sponsorenvertrag. Das ist der 16. Spieltag, das will ich mir auch gleich notieren. Wir gehen Richtung Winterpause, da muss ich jetzt auch dran denken, dass ich mal die Winterpause einstelle. Ja, das Topspiel ist hier eindeutig Leverkusen gegen Dortmund. Die Dortmunder, die müssen jetzt, und die haben jetzt auch eine gute Truppe, die haben ja auch einen neuen Trainer. Ich will mal gucken, ob man sich das anschauen kann. Und zwar heißt jetzt dort, Präsident ist Stefan Schaaf, Manager ist immer noch Susi Zorc und Trainer ist jetzt John Moore. Ja, also John Moore hier mit einer mit einem Level von 12, also das ist schon sehr beeindruckend. Da will ich mal gucken, ob man über den so ein bisschen mehr erfahren kann. Und die Mannschaft ist ja wieder unter seiner Regie am Laufen, also das funktioniert ja. Wir sind hier eins von drei Topspielen vom 16. Spieltag. So, jetzt will ich mal gucken, das kann man ja hier doch bestimmt über die Statistik. Das war, glaube ich, ziemlich unten. Die Manager... Vergleiche, also hier haben wir einmal erfolgreichster Trainer. So, und hier müsste der John Moore ja auftauchen, da haben wir ihn auch schon. John Moore hat Stationen gehabt von 2012 bis 2016, also 4 Jahre bei Manchester City und danach war er von 16 bis 18 bei Olympique Lyon. Medien haben negative Schlagzeilen über ihn verbreitet und er ist aber vom Image her ein Taktiker. Und 56 Jahre ist er alt. Nationalität ist Engländer. Und Muttersprache ist natürlich Englisch. Und er ist im Verein seit 12.10.2019. Ich glaube, dann gibt es den Kloppo gar nicht mehr. Würde mich mal interessieren, wo der hingewechselt ist, der Kloppo. Ob man das hier irgendwo sehen kann. Weil das ist ja jetzt erfolgreichste Trainer Deutschland. Mal gucken. Gehen wir doch mal die Länder durch. In England ist er nicht. Friedhelm Funkel ist da bei FC Fulham. Ist ja ein Ding. Frankreich ist Kloppo auch nicht.
Italien ist er auch nicht. Niederlande. Also wenn, dann könnte ich mir vorstellen, nach Spanien vielleicht, ne? Da ist er aber auch nicht. Dienstälteste Trainer. Mal gucken, ob er da bei Deutschland noch aufgezeichnet wird. Nee, Kloppo ist nicht mehr hier zu finden. Und Manager-Vergleich. Ah, das ist mir jetzt zu aufwendig vor so einem Spiel. Ich will mich jetzt doch mehr aufs Spiel konzentrieren. So, hier ist irgendwie eine Nachricht reingekommen. Mittelfeldspieler, 3 Sterne. Dann wollen wir uns mal mit dem Gegner auseinandersetzen. Die Mannschaft steht. Okay, da haben wir den. Was mich mal interessieren würde, ob ich ihm hier ein anderes Bild geben kann. Ich denke schon, ne? Würde ich gerne mal machen, weil es ist immer schade, wenn hier so ohne auftauchen, so Spieler. Okay, das ist also das Team. Haben eine sehr gute Abwehr. Auch ein sehr gutes defensives Mittelfeld. Offensiv auch sehr stark. Und vorne natürlich mit ihrem absoluten Top-Torjäger sind die natürlich immer ganz schwer auszurechnen. Und wenn er einen schlechten Tag hat, dann haben wir vielleicht Glück. Wenn er einen guten Tag hat, dann ist der Mann immer in der Lage, viele Tore zu schießen. Ich würde sagen, gehen wir rein ins Spiel und hoffen das Allerbeste, ne? Schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe gerade gesehen bei den Trikots, da muss ich mal hinten eine weiße Aufschrift drauf machen. Das ist ja mit Schwarz, ist das ja sehr unglücklich gelöst. Sehe ich auch jetzt erst. Werde ich nach dem Spiel mal machen. Ja, wir sind hier klar Favorit und ich habe heute mal den Titel hier dieser Folge genannt: Kampf um die Spitze. Und wir haben einen neuen mit auf der Bank, Gilfason, der sich in der zweiten Mannschaft schon sehr gut hervorgetan hat. Und wir haben da ja schon einige gute Beispiele, die über die Reserve nach oben gekommen sind. Und wenn unsere Reserve jetzt wirklich den Aufstieg in die dritte Liga schaffen sollte und danach sieht alles aus, dann können wir nächstes Jahr die Reserve auch noch mehr verstärken, können wir noch mehr damit arbeiten. Und jetzt ein schöner Hackentrick auf Sebastian. Und der zieht hier mit links ab. Und dass der wieder heiß ist, das haben wir ja schon im letzten Spiel gesehen. Ein lupenreiner Hattrick hier von Sebastian kam rein. Er kam, sah und siegte, hätte man auch die Folge nennen können. Aber die Wolfsburger wollen wir hier nicht unterschätzen, denn die haben, wie gesagt, einen Top-Torjäger vorne in ihren Reihen. Und da müssen wir aufpassen. Und Diego ist natürlich ein Spielmacher, der zu jeder Zeit so einen Top-Stürmer in Szene setzen kann. Und insgesamt ist das hier eine sehr homogene Truppe. Die Wölfe, gegen die wir jetzt spielen, wurden ja unter anderem mal von Sven Smido gemanagt. Weiß ich noch. Ist ja jetzt in England tätig. Schaut auch mal auf seinen Kanal vorbei. Und da ist Sebastian. Ja, ich erwähne immer gerne so die anderen Let's Player. Einmal den Baumi. Und ja, wie ich gehört habe, gibt es ein Comeback von Let's Play Barney, was mich persönlich sehr gefreut hat. Und ich hoffe, falls er mal hier reinschaut, der Let's Play Barney, dass er auch wieder Fußball in seinem Angebot haben wird. Würde mich sehr freuen. Ich habe immer seine Let's Plays gerne gesehen. Vor allem die des FM habe ich immer sehr gerne gesehen. Baumi ist ja Gott sei Dank immer nach wie vor mit dem FM 13 unterwegs.
freut mich auch. Deswegen nochmal Grüße an diese großartigen Let's Player. Auch noch den Hansa-Fan, der damals mit uns in dem Projekt drin war, wo wir mit Darmstadt ein Let's Co-op gespielt haben. Da gab es noch einen. Ich überlege gerade, wie hieß er denn? Gaming JD habe ich nochmal genannt, aber der ist leider in der Versenkung verschwunden. Das gibt es immer wieder, dass Let's Player dann aufgeben. Jetzt habe ich gehört, der gute Mo muss da aufhören, falls Mo reinschaut. Ganz liebe Grüße an dich. Natürlich geht der Beruf in solchen Sachen immer vor. Und jetzt schöner Freistoß. Torwart fliegt in die andere Ecke. Der Ball ist noch heiß. Sebastian. Und er macht das Ding. Ja, 1:0, Sebastian mit seinem 7. Treffer. Also er lässt uns hier Ahrens ganz einfach vergessen. Das ist auch gut so, denn wir wollen dieses Jahr wirklich versuchen, so lange wie es möglich ist, um die deutsche Meisterschaft zu kämpfen. Und das heutige Spiel, wenn wir es dann gewinnen und Leverkusen vielleicht verliert, dann könnten wir die Tabellenspitze übernehmen. Deswegen immer oben beim Ticker schauen, was mit Leverkusen passiert. Jetzt aber erstmal Perisic auf der linken Seite und der Ball fliegt an Ndiaye vorbei und das ist gut so, denn der ist wirklich sehr gefährlich. War ja schon zweimal Torschützenkönig. Und jetzt Sebastian. Der war noch nie Torschützenkönig. Der wird es gerne mal werden. Aber da traue ich eher Patrick Weihrauch dieses Jahr die Möglichkeit zu. Denn der hat schon die Anzahl der Tore, die man haben muss, um da vorne um die Torschützenkönig mitzukämpfen. Er hat genauso viel Treffer wie Ndiaye. Das heißt, heute ist es auch so ein bisschen das Treffen der Torschützenkönige, der möglichen Torschützenkönige. Beide haben ja 17 Treffer. Da ist er. Ganz gefährlicher Mann. Und Diego spielt hier einen tollen Pass auf Perisic. Der Ball kommt halb hoch rein. Und die Abwehr steht gut. Ja, Mo wollte ich nochmal sagen. Mo muss leider oder hat sich dazu entschlossen, seinen Kanal erstmal nicht zu schließen, aber erstmal keine Let's Plays zu machen. Ich kann das gut nachvollziehen. Hab ja auch manchmal solche Phasen. Und Mo, falls du reinschaust, ich wollte da nochmal was zu sagen. Mit Sicherheit wirst du viel zu tun haben mit deinem Examen, mit deinem Staatsexamen, Jura-Staatsexamen. Ich habe auch solche Sachen hinter mir. Ich kenne das auch. Und du tust gut daran, dich nicht nur auf den Beruf zu konzentrieren. Ich würde an deiner Stelle das so machen, dass du vielleicht einmal im Monat mal ein paar Let's Plays aufnimmst, ein paar Dinger renderst und dann wieder mal was hochlädst. Denn der Spaß, den du daran hast, der dir im Moment so ein bisschen verloren gegangen ist, der wird wiederkommen. Da bin ich fest von überzeugt. Und du hast sie ja nicht für endgültig verabschiedet, sondern du hast ja offen gelassen, dass du noch wiederkommen kannst. Aber jetzt hier eine große Chance durch Patrick Weihrauch, abseits. Und da würde ich an deiner Stelle sagen, du musst dich auch mal ablenken, wenn du so eine berufliche Geschichte hast, wo du so viel lernen musst, und so viel vorbereiten musst. Ich habe das selber hinter mir alles. Es tut auch mal gut, mal alle Fünfe gerade sein zu lassen zwischendurch. Mal zum Fußball zu gehen, vielleicht auch mal wieder ein Let's Play aufzunehmen. Ich sag's dir, das ist wirklich ganz wichtig. Genau wie ein Fußballprofi auch, der vor einem wichtigen Spiel steht, muss man auch manchmal sich ein bisschen zerstreuen, ein bisschen locker machen. Und genauso sollte ich dir vielleicht darf ich das auch machen, weil ich ein bisschen älter bin, einfach dir den Rat geben, nicht zu verkrampft die Sache anzupacken. Mach mal ein paar Let's Plays zwischendurch wieder für deine Fans. Und du wirst sehen, das macht richtig Bock. Such dir ein schönes Projekt aus. Der FIFA-Manager da, das ist, habe ich ja vielerorts gehört, ist nicht so optimal. Dann such dir den FM raus. Dann machst du vielleicht einmal im Monat, nimmst du mal 4-5 Spiele auf und die lädst du dann nach und nach mal wieder hoch. Dann haben deine Fans wenigstens ein bisschen was von dir und du hast mal so zwischendurch auch mal die Möglichkeit, dich ein bisschen abzulenken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man so ein Projekt beruflich vorhat. So, jetzt habe ich ein bisschen geschnuddelt, aber ich wollte auch mal hier, weil ein Großer der Szene
nämlich das Ismo, ein großer der Szene. Und ich werde nie vergessen, wie wir mit Bergi zusammen im Sommer 2014 dieses tolle Projekt WM Talk gemacht haben. Wird mir immer unvergessen bleiben, und dadurch, dass es ja im Internet ist, kann man sich das immer wieder anschauen. Findet ihr ja auch auf meinem Kanal unten. Sind ja die WM Talks und auch die Bundesliga Talks. Und ich würde mich freuen, Mo, wenn wir auch in Zukunft mal wieder mit Bergi zusammen mal wieder einen schönen Bundesliga Talk machen können. Oder Fußball-Talk. So ist es ja besser, weil wir es ja international halten. So, jetzt aber hier aufs Spiel konzentriert. Wir führen 1-0. Das Spiel, das merkt ihr schon daran, dass ich wieder viel labere, plätschert so vor sich hin. Wir führen 1-0 durch Sebastian. Aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass uns die Wolfsburger heute so großartig Paroli bieten. Wir müssen natürlich immer auf diesen IDI aufpassen. Der ist brandgefährlich, aber ich glaube, meine Mannschaft hat das im Moment im Griff. Da ist Boateng mit dem Ball in die Spitze. Weihrauch sieht Sebastian vorne, der löst sich. Der macht hier fast das 2-0. Das wäre natürlich eine kleine Vorentscheidung gewesen. Da sehen wir Gladbach von Leverkusen. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob da was durchgelaufen ist. Blitztabelle habe ich auch beim Tor nicht gesehen. Eine schwache Ecke von Markus. Dann vielleicht kommt auch heute Gilfalson mal zum Einsatz. Für mich ein sehr interessanter Mann, wie ich finde. Halb Isländer, halb Spanier. So, Sebastian kämpft da vorne wie ein Löwe um seinen Platz. Und Schmitz, unser Nationalspieler. Weihrauch, Weihrauch, jetzt kommt er mal vorbei. Weihrauch wird gefault. Schiri lässt weiterlaufen. Sebastian. Weihrauch. Weihrauch. Oh, oh, oh. Sehr viele Unsicherheiten in der Abwehr. Ja, und da holt sich um ein Haar Sebastian hier die gelbe Karte ab. Ja, der Schiri lässt es nochmal bei einem Freistoß. 57 Minuten haben wir rum. Und Schmitz erkämpft sich den Ball. Kommt da vorbei am Verteidiger. Er kommt vorbei. Weihrauch an der Spitze. Schade. Ich glaube, Patrick Weihrauch ist heute nicht so in der absoluten Form. Vielleicht jetzt mal die Chance für Gilfason. Noch geht's eigentlich. Aber ich hole jetzt den Boswick Jackson hier rein. Der Markus heute gefährdet, dass er hier eine gelb-rote Karte bekommt. Da war er wieder, der Torjäger. Idiay. Diego erkämpft sich den Ball. Und der geht aus. Das gibt Abstoß. Da ist Boswick Jackson. Sehr guter Spieler. Sehr gute Entwicklung genommen hier bei uns in Rostock. Also ich habe mich jetzt entschlossen, ich werde mal den jungen Mann vorne reinschmeißen. Werde mal Weihrauch rausnehmen. Oder? Nee, ich nehme den Sebastian raus. Nehme den Sebastian raus. Der hat zwar jetzt sein Tor gemacht, aber der Weihrauch ist mir dann doch, übt natürlich viel Druck auf die Verteidiger aus. Eine Auswechslung hebe ich mir noch auf. Und da ist Idiay. Aber er scheint so ein bisschen heute ausgelaugt zu sein. Bender schön abgelaufen, den Ball. Da ist Weihrauch, jetzt ist er weg. Hat er fast das Tor gemacht. Unten flach, rechts rein, also links rein. Und da ist der neue Mann, Gilfason. Bin sehr gespannt. Haidar Gilfason, ich glaube, sein erster Einsatz hier bei uns in der ersten Mannschaft. Und
Schmitz erkämpft sich den Ball. Schmitz. Wird gefoult. Perisic lässt De Vrij stehen. Lässt Bender stehen? Nein. Aber da ist Ijay und da war er wieder ganz gefährlich. Ganz gefährlich war er da wieder. Und da können wir uns bei Reimann bedanken, der hier diesen Schuss verhindert. Oder dieses Tor verhindert. So, und auch die Wolfsburger wechseln hier aus. Mit dem Unai kommt für Diego. Den würde ich mir gerne mal anschauen. Meeting Unai. 26 Jahre. Okay. So, Schmitz hat den Ball. Ah, das macht er clever. Das macht er clever. Boateng. In die Spitze auf Patrick Weihrauch. Schade. So, wir wechseln auch nochmal aus. Kruse hat jetzt die meiste Frische verloren, aber ich bringe Riemer für Boateng. Es ist sehr knapp das Ergebnis. 1:0 nur. Da ist Riemer. Wir brauchen jetzt frische Leute auf dem Platz. Dass wir hier das Tempo hochhalten können. Im Moment haben wir Wolfsburg im Griff. Böses Foul hier. Böses Foul. Der macht auf der linken Seite viel Trouble. Und schon wieder Perisic. Aber diesmal ist Bender dazwischen. Und da ist Gylfason. Sieht außen Kruse. Kriegt er den Ball noch? Nee. Diouf kommt rein. Ich glaube, jetzt geht Ijay raus. Nee, Perisic geht raus. Ja, die schmeißen nochmal alles nach vorne. Die wollen es jetzt noch mal wissen. Schön gelöst von Bender. Da ist Riemer. Kruse. Weihrauch. 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 Nee. Und Ijay. Ja, wäre natürlich schön für Weihrauch, wenn er heute ein Tor machen würde. Würde er in Führung gehen, was den Torschützenkrone betrifft, aber Cabral kommt rein für Giuliano, den würde ich mir auch gerne mal angucken. Cabral, wer ist das denn? Cabral. Was ist Kufa hier? Cabral. Jason Cabral. Okay. So, die letzten Minuten durchhalten, dann haben wir es. Dann haben wir die Punkte im Sack. Schmitz macht das sehr clever auf der Seite. Hat jetzt viel Platz. Kirchhoff kommt von der Seite. Er spielt vorne Gylfason an. Ja, und der ist schnell, der Junge. In den... Jawohl, und Weihrauch macht sein Tor. Er macht es. Vorlage hier von Gylfason. Schön gemacht hier von dem jungen Mann. Da ist Weihrauch natürlich clever genug, um hier das Tor zu machen. Das ist die Entscheidung. 2:0. Und Ijay geht leer aus. Und das heißt, Patrick Weihrauch müsste auch die Torschützenkrone übernommen haben. Und jetzt weiß ich nicht, sind wir nicht vielleicht sogar Tabellenführer. Wir werden sehen. Bis gleich. So, Weihrauch bester Spieler. Bei Wolfsburg ist es Silvio Lung.
Wo hat der denn gespielt, der Silvio Jung? Ach, im Tor. Ja, und bei uns, Gilferson hat eine ganz ordentliche Partie gemacht, hat hier die Vorlage für das Siegtor oder für das Entscheidungstor gemacht. Und jetzt bin ich gespannt. Nee, Leverkusen hat auch gewonnen, 1-0 gegen Dortmund. Ach, die Dortmunder machen eine schwere Zeit durch. Also auch mit dem neuen, mit dem guten Trainer, den sie jetzt haben. Aber das wird schwierig. Schalke gewinnt 1-0 gegen Freiburg. Freiburger somit auch so ein bisschen im Hintertreffen. Müssen aufpassen, dass sie nicht ihre gute Position, die sie sich erkämpft haben, wieder verlieren. Gladbach-Frankfurt 1-1. Das ist erstmal okay. Hannover verliert 1-2 gegen Hoffenheim. Hannover. Ja, die trudeln so langsam da oben raus, ne? 1860 verliert 1-2 gegen Bayern München. Und Nürnberg verliert 1-4 gegen Stuttgart. Der HSV gewinnt 4-0 gegen Chemnitz. Naja, das war ja klar. Die Chemnitzer hier wirklich keine Gefahr. Und kann sich so ein bisschen Luft machen, der HSV. Und Hertha verliert hier 1-2 gegen Werder Bremen. Ja, wir haben also nicht die Tabellenführung übernehmen können. Aber ich glaube, der Torschützen-Tabelle, da kann es der gute Weihrauch geschafft haben. So ist es mit 18 Toren jetzt vor Aidé Idiaye und Hosinier von Stuttgart mit 11 Treffern. Der ist ja 7 Tore dahinter. Also im Moment sind es nur die beiden Protagonisten, die sich hier um die Torjägerkrone streiten. Wen haben wir noch? Di Santo. Auch ein interessanter Mann, aber auch schon 30 jetzt. Ne? Max Meyer, Kokorin, der ist auch, glaube ich, schon 30, ne? Ja, 28. Damiao war ja auch mal ein Kandidat, aber ist auch schon 30. Also wir sehen, mit Weihrauch haben wir einen jungen Spieler vorne drin, der es jetzt endlich mal schaffen kann, Torschützenkönig zu werden. Das würde ich ihm wirklich gönnen. Und das wäre ganz toll. Das wäre echt toll. So, was gibt es auf der Website? Chemnitz, der Chemnitzer FC ist in der Realität angekommen. 1-0 gegen Dortmund. Die Leverkusener bleiben oben. Çalhanoğlu als Albtraum der Münchner. Und die Gladbacher verschenken Punkte gegen Eintracht Frankfurt. Das so ein bisschen, mal gucken, was im Ausland ist. England. Adam Lepondre ohne Gnade. 2 Treffer gegen Reading. Ja, hier Leeds United, ja auch ein traditioneller Verein aus England. Okay. Hier nochmal die Elf des Tages. Leider kein Spieler von uns mit dabei. Ja, und nächste Woche, da könnt ihr euch drauf freuen, geht's nach Spanien, geht's nach Madrid. Ein Spiel ohne Wert für uns. Da kann ich dann auch mal wirklich die Ersatzspieler auflaufen lassen, weil wir sind ja eigentlich schon qualifiziert. Da kann nicht mehr viel passieren. Ich will mal gucken, ob man das hier hier in der Europameisterschaft. Ne, das sind die Sachen. Und dann habe ich aber hier die Möglichkeit über Statistiken. Darüber müsste das gehen. Pokalergebnisse. Meisterliga. So, wir haben 12 Punkte. Wenn Machatkala, ne, also wir sind durch. Wir sind durch. Für Real Madrid geht es noch um viel. Trotzdem werde ich da so ein bisschen rotieren. Ein paar Spieler schonen, denn die Verletzung von Arendt, die hat ja gezeigt, wie schnell das gehen kann. Also, in diesem Sinne, bleibt mir gewogen, euer Smiloni.